So, wir machen noch Halloween Town und dann ist Ende im Gelände für mich heute. So, abreißen. Nothing wrong with my design. It's flawless. There must be something wrong with the parts those imbeciles brought me. I need to find better assistance. Perfect timing, gentlemen. Lend me a hand, won't you? These presents must belong to Sandy Claus, so I thought I'd better return them. You just happened to find them? Of course, Sora. I'm finished with Christmas fantasies, you know that. You thought you'd hold on to the suit. What, this? It's just a costume. And Sally worked so very hard making it. Come on, we've got work to do. So, was deinen Vorschlag angeht, da bin ich dann doch vollkommen auf deiner Seite, ja, weil es wird dann wahrscheinlich doch sich ganz schön hinziehen und ist ja doch fertig von der Woche. Und ja, dann lass uns auf die Losers Bracket diesmal verzichten. Ich meine, wie viele Leute sind wir jetzt? Wird 10 Leute oder noch nicht ganz? Mir gerade nicht sicher. Did you find these? In Halloween Town. You'll be needing them for Christmas, right, Sandy? Of course. But these are just a few of the Christmas presents that were stolen. Stolen? Oh, Sandy, you don't think it was me? Still wearing the outfit, I see. I just thought I'd dress for the occasion. But if you don't believe me, then we'll just have to find out who really did it. Very well, I'll leave it to you. All right, Sora, Donald, Goofy, we're off! Dann tut es mir in dem Fall leid, aber dann können wir diesmal keine Rücksicht nehmen. Wie machen wir das eigentlich mit einer ungründeten Anzahl? Da muss einer warten mit seinem ersten Match, ne? Also, denke ich zumindest. So you three took them. Took what? You stole the presents, didn't you? It wasn't us. But... It really sounds like fun. Run for it! Die drei Kinder sind so creepy.
Lol, was? Den halt schön auf den Vogel. Ach, was er mich angerissen hat. Komm hier. Nun hat man es mit aber von Chong selbst. Nee, das müssen wir nicht machen. Okay. Das ist praktisch. Gut. Was ist jetzt? Ah, ich hatte gehofft, dass er von Donuts mit Wind getroffen wird. Ganz schön peinlich bei dem Kampf zu sterben. Das stimmt ja, hier die Puzzleteile habe ich mir gar nicht gegönnt. Durch Oogie Boogies Fight. Na toll. Gut, dann holen wir uns das zweite und andere Mal. Da hat ja der Herr wieder gewonnen. Bist du mich? In Zukunft ist sie dir oder was? Ich meine, es gibt ja einen guten Grund dafür, warum wir uns dafür entschieden. Bitte, wenn wir die jetzt auf Casual Art. Ach, unser Klumpen. Ach, der ist gerade auch online. Stimmt, gestern hat er, glaube ich, auch gestreamt, als ich gerade gestreamt hatte. Deswegen habe ich es nicht mitbekommen, wirklich. Alter. Oh nein. Okay, spürt die Kraft der Dunkelheit. Ihr Kleinkinder. Bist du dran? Ist das brutal? Tja, soll ich ihn jetzt machen? Jetzt. Ich kann kein Situationskommando benutzen. Ich kann jetzt nur weiter die Kinder verprügeln hier in diesem Tötungsszenario. Ja. Fühlt sich das gut an. 2. Nummer 3. Oh, wir entkommen. Ever hard. Nein. Nimm das. Ja. Was soll das, das für ein Schaden, Mann? Ganz ruhig bleiben. Wie zieht das denn bitte schon ab, der kleine Teufel? Immer stärker als jeder Boss hier bisher im Spiel. Sorry. Was zur Hölle trifft mich da? Achso, die kleine räudige Hexe. Ich habe kein Mitleid mit dir. Okay, ihr wollt's auf die Art, dann bekommt es auf die Art. Kriegt ihr die Zante zucken? Was? Vermöbelt von kleinen Kindern ist das peinlich. Okay, komm. Matsch und so, irgendwie so ab 22 Uhr ist der kritische Punkt erreicht, wo bei mir dann das hier oben einfach zu sehr aussetzt vom Tag. Halten uns einfach mal die ganze Zeit in der Luft. Den erst nämlich jetzt gefangen. Auch nicht. Stopp. Danke. Eins. Da wäre wirklich schon wieder aufgeben, wenn das kleiner. So. Zwei. Und jetzt muss ich den Karton hier in die nächste Richtung. Ja. Das sollte nicht annähernd so schwer sein. Oh Gott, ist das peinlich. Wo habt ihr die Geschenke hingetan? Wir haben es dir doch gesagt, wir haben sie nicht. Was macht ihr dann hier? Wir suchen nach Teilen für diese neueste Schöpfung. Schöpfung? Dr. Finkelstein bastelt uns einen Spielkameraden, einen, der nach unserer Pfeife tanzt. Es stimmt, dass der Doktor in letzter Zeit sehr hart an irgendeiner Sache arbeitet. Und überhaupt, Weihnachtsgeschenke sind langweilig, überhaupt nicht gruselig oder grausig. Wozu sollen sie also gut sein?
Genau. Hier gibt es nichts, was Spaß macht. Gehen wir zurück nach Halloween Town. Waren diese drei Racker diejenigen, die die Geschenke genommen haben? Sieht eigentlich nicht so aus. Dann bleibt nur noch Sally. Oh, sei Glück, ihr seid alle hier. Stimmt etwas nicht? Die Herzlosen sind wieder auf dem Fallbeilplatz. Ich dachte, das solltet ihr besser wissen. Das ist unser Einsatz. Zurück nach Halloween Town. Einen Augenblick. Und was ist mit der Suche nach dem Geschenkedieb? Jetzt, wo du es erwähnst, die Herzlosen spielten mit ein paar Geschenken, als ich sie gesehen habe. Aha, da haben wir also die Schuldigen. Jetzt kommt wieder ein Freudenspender, ne? Ja. Okay, ich bleib schön in jeder, mein Kleiner. Ich hoffe, dass die anderen den schön ablenkt. Natürlich nicht. Und was bekommen wir? Ein Freund drauf. Bisher jetzt gar nichts. Oh, wie ist er uns weiter? Na, leider nicht den Hauptgewinn. Ein Freudenstein. Okay, muss reichen. Shit. Bloß weg hier. Bloß weg hier. Jetzt nicht abgeknallt werden, nachdem wir diese zwei Preise bekommen haben von den Freudenspendern. Ich war schon lange nicht mehr bei mir hoch. Ich fällt mir nochmal auf. Die ganzen Sammelziele. So, kann ich jetzt hier irgendwas hinstellen? Herstellen? Und edit. Und dann noch bitte schön das mit dazu. Dann können wir uns eigentlich auch gleich wieder ein Level abgönnen für den Mokri. Ist. Yay. Dann noch den hier. Achso, man braucht dafür eine Energie. Schade. Jetzt gehen wir kurz unsere Items durch, unsere Ausrüstung, ob das so hinhaut oder ob wir das noch ein bisschen weiter nach oben treiben können. Ob es besser wäre. Ja, das zum Beispiel. Okay, leider nicht bei so. Ja, Jack will ich nicht ausrüsten. Ist denn das Donald, oder? Ja, Donald. Du musst das Magiekraft mitsteigert. Das Teilchen hier. Donald. Kann er auch gerne haben. Oh ja. Und schön für Appelkraft. Das braucht er. Sonst stoppt er mir viel zu schnell weg hier wieder. Gut, das ist praktisch. Ja, das gönne ich ihm auch. Gut. Ja, brauchen wir im Prinzip nicht. Jetzt kommt der kurze Mobfight. Ich glaube, den kann man sogar ein bisschen vorzeitig beenden, wenn ich das Limit einsetze von. Oder auch so. Ne, von Jack meine ich den Limit. Weißt du nicht, was ich dann zuerst meschen muss? Dreieck oder X? Eins und beiden. Sally was right. We've got to get the presents. So, Tanzaufforderung. So. Ah, okay, mit Dreieck.
Gut, mal eins haben wir. Mal zwei haben wir. Das sind die restlichen Geschenke, Alter. Ah, verdammt, die haben auch ein Geschenk eingesammelt, leider. Ah, ich hasse sie. Sie trifft. Glück gehabt. Puh. Okay, es hätte ein bisschen haarig werden können mit den zwei letzten Herzlosen vor allem. What a shame. It looks like it was such a nice present. Jack. Oh, help! Someone help me! My latest experiment is gone! It's been stolen! Ich habe hier gesessen und gegrübelt, als ich urplötzlich angegriffen wurde. Ich bin glatt umgekippt. Als ich wieder zu mir kam, war meine Schöpfung weg. Keine Sorge, Doktor. Wir wissen, wer sie gestohlen hat. Wer? Die Herzlosen. Noch mit dem Herz von der Mitform auf dem Gesicht. Was, diese erbärmlichen Wichter? Das ist absurd. Das war ganz bestimmt kein Herzloser. Wenn es nicht die Herzlosen waren, wer könnte es dann gewesen sein? Ich hätte da eine Idee. Der Dieb mag ganz offensichtlich Weihnachtsgeschenke. Nun, wir platzieren irgendwo ein paar und locken ihn damit in die Falle. Und dieser Schurke ist dann derselbe, der meine Schöpfung gestohlen hat? Ganz genau. Wie können wir da so sicher sein? Nun ja, ist doch ganz einfach. Wir müssen ihn nur ordentlich einschüchtern und dazu bringen, ein Geständnis abzulegen. Donnerwetter. Was haltet ihr davon, wenn wir fürs Erste mit Jacks Plan versuchen? Lasst uns schleunigst zu Nickys Haus gehen. Wir müssen schnellstens ein paar Weihnachtsgeschenke vorbereiten. Habt ihr die Geschenke schon gefunden? Fast, Nicky Graus. Bald haben wir den Dieb an der Angel mit Weihnachtsgeschenken als Köder. Wir dürfen ihre Fabrik benutzen, um ein paar Geschenke vorzubereiten. Geschenke als Köder? Du meine Güte, eigentlich gefällt mir das gar nicht. Aber da es für eine gute Sache ist, also gut, nur dieses eine Mal. Im zweiten Stock findet ihr alles und macht es mit Hingabe, ja? Fashion. Ist irgendwie schlimm, wenn ich aus der Limitform rauskomme jetzt. Ich glaube eigentlich nicht. Bin ich ganz sicher. Lassen wir es mal. Okay, nice Movement. Einmal in diesem Playthrough muss ich auch mal so einen kleinen Trick benutzen. So, sind hier noch irgendwelche Schätze? Nö. Gut, dann machen wir jetzt dieses kleine Minigame hier. Oh, grüne. Hier. Oh, nice. Aber bisher ist RNG gut. Wow. Okay, das ging relativ fix. Not quite. There's more. Don't worry, I'll take care of the rest.
Did you finish making the presents? Yep, just waiting for Jack. So, where do you think we ought to leave them? Oh, I know a good spot. Whenever you're ready, just say the word. I'm back. This buzzer should work well for your plan. Now, Jack, what is your plan? I've got it all figured out. You do? Of course. And I also have a wonderful idea. If we catch the thief for you, I would be honored to deliver the... And on that note, we'll be going. What are you doing? Let me go! It's not me, Donald. Patience, friends. Shh. Gorge, was that you? How come we have to be the bait? Good plan, eh? Ouch! Huh? Dr. Finkelstein's experiment did it! So, der Boss kann ein bisschen nervig werden. Nein, oh, ich habe den falsch benutzt. Ich denke nicht, den von Donut benutzen soll und nicht diesen Limit hier. Aber vielleicht kommt es ja trotzdem auf irgendeine interessante Art und Weise. Okay, mal gucken, vielleicht klappt es ja. Oh, ich habe mich rechtzeitig geblockt. Ich ein bisschen früher geblockt, dann hätte ich den Kampf weiterführen können an der Stelle. Und diesmal mache ich Donuts Limit. Nein, falsch. Feuerwerk. Okay, und das ist das erste HP-Geld. Was mache ich denn jetzt? So gut wie tot. Okay, Limit vom Eichhardt gerettet. Schön weitermachen mit den Situationskommandos, solange es geht. Dass er sich wieder zusammensetzt. So, mach mal das. Bleibt hier stehen. Das sollte eigentlich reichen. Nice von dir. Danke, Donald. Ja, und im Speedrun würde man jetzt normalerweise eine Aether einsetzen, um ja Darkfly einsetzen zu können. Bitch. Das wundert mich ein bisschen, dass er da zum Ende hin allein war. Ohne seine Arme und Beine. Weil der Boss funktioniert nicht so wie Panzer aus Star oder aus der Panzer.
The mystery is solved. Did you catch the thief? Naturally. I just can't figure out why the doctor's experiment would go around stealing Christmas presents. His experiment? The thief. It was a moving puppet made by Dr. Finkelstein. The doctor's made a moving puppet. I see. He is always tinkering with things. Now listen, Jack. I'd like to thank you, and while delivering presents is something only I can do, I can give you an idea of what it's like. Sandy Claus? Yes, all that poor puppet wanted was a heart. Ho, ho, ho! Interesting. So the puppet wasn't stolen after all. It ran away on its own. In other words, my experiment was an overwhelming success. Santa Claus thinks maybe it left because it was trying to find a heart. That's quite possible. Unlike my Sally, it wasn't equipped with a heart. But if it wanted a heart, why was it going around stealing all those Christmas presents? Maybe because presents are a way to give your heart to someone special. When you put it that way, I feel sort of bad for it. Happy Halloween! What a nice present. I don't understand. There's no box, no ribbon tied in a bow. Jack, it's not about the box or the ribbons. It's about what's inside the box. No, Sora. What really counts, what's really special, is the act of giving the gift, to wish deep in your heart to make someone else happy. Right. Of course. Thank you, Sally. You're absolutely right. Wait. What's this? I feel so strange. So very happy. Jack, that must be Sally's present. Really? This wonderful feeling? Oh, Sally. You've given me the nicest present in the world, and I've nothing to give you in return. What would you like? Just name it. Absolutely anything. The nicest present I could ever ask for, Jack, is just to be with you. You don't even have to ask for that. Oh! Maybe I never gave her a real present after all. Oh, I bet Kyrie would like most anything you gave her. I know. That's what made it so hard to decide. It's not the gift, it's what's in your heart. My heart? You bet. Diamonds aren't shiny. How? Well, as long as she can be with you, what else does she need? What's that? Maybe that's the sword. And there's something funny about Twilight Town. Look, it
It's another huge energy. I don't know what's going on, fellas. Gut, dann würde ich sagen, reicht das doch für heute. Also wir sind schon von dem, was ich schaffen wollte, zeitlich ordentlich über 10 ausgeschossen. Beim nächsten Mal machen wir eine D-Welt. Und dann das zweite Mal Hollow Bastion. Und danach Twilight Town. Also, dass wir so kurz am Endgame sind. Dann am Ende der nächsten Folge. Zumindest hoffe ich so. Wie gesagt, der planmäßige Stream am Samstag, der entfällt von 14 bis 18 Uhr. Dafür bin ich dann ab 20 Uhr oder kurz davor live mit dem Turnier. Und ja, ich denke mal, dann am Sonntag kann ich dann wieder den regulären Stream von 14 bis 18 Uhr machen. Und dann geht es dann hier in Kingdom Hearts 2 weiter. Gut, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, dass ihr noch einen schönen Abend haben werdet. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch noch einen angenehmen Freitag, dass er nicht zu anstrengend wird. Okay, na denn, macht's gut. Ciao.